Der Pazifische Ozean ist mit seinen ungefähr 166 Millionen Quadratkilometer der größte Ozean und bedeckt 35% der gesamten Erde. Im Grunde gesagt, falls du dort durch irgendeine Katastrophe schiffbrüchig wärst, bist du eigentlich so gut wie tot. Nicht nur, dass es schon beinahe ausgeschlossen ist, dass du dort irgendwo Zivilisation oder überhaupt festen Boden findest, zudem sind Schiffsrouten eher spärlich befahren und Rettungsaktionen bei einer so immens riesigen Fläche machen dich praktisch unauffindbar, falls überhaupt jemand nach dir sucht. Das macht die Geschichte von José Salvador Alvarenga nur mehr unglaublicher. Als er der Presse gesagt hat, wie lange er trieb, waren alle skeptisch und sagten, dass er lügen würde. Durch Lügendetektortests wurde aber durch die USA bewiesen, dass er die Wahrheit sagt. Er trieb ganze 438 Tage im Pazifik. Wir schreiben das Jahr 2012, den 17. November um genau zu sein. Salvador Alvarenga ist ein Fischer, der vom kleinen Fischerdorf Costa Azul mit einem anderen Fischer namens Cordoba auf See stach. Sie wussten schon vorher Bescheid, dass ein Sturm in ihrer Nähe wütet, aber gutes Geld machte den riskanten Job für sie lohnenswert. Eigentlich sollte dieser Arbeitstrip nur 3 Stunden andauern, deswegen war ihr Boot nicht gerade gut ausgestattet. Es hatte eine Länge von 8 Meter ohne eine Kabine, ausgestattet mit einem kleinen Motor und einem Kühlschrank zum Verstauen der gefangenen Meeresbewohner. Sie fuhren 120 Kilometer von der Küste entfernt und begannen mit der Arbeit. Doch etwas später, um etwa 1 Uhr nachts, hatte der Sturm sie getroffen. Das Boot war in Gefahr zu sinken, also schnitten sie die Fischernetze durch und warfen alles Überflüssige über Bord. Sie fuhren die ganze Nacht voller Furcht und Angst wieder zurück zur Küste von Costa Azul. Um 7 Uhr, also 6 Stunden später, waren sie schon fast da und die Krise schien beendet. Der Schein trügt jedoch und der Motor hat den Geist aufgegeben. Zum Glück hatten sie aber ihr Funkgerät noch gehabt. Sie haben sofort ihren Boss kontaktiert. Sie berichteten ihm alles und erzählten, wo sie ungefähr sind und dass sie schnellstmöglich Hilfe brauchten. Doch schon wieder passierte ein weiteres Unglück. Ihr Funkgerät hatte ebenfalls aufgehört zu stoppen. Die Batterien waren leer. Es gab nun keine Möglichkeit mehr, jemanden zu kontaktieren. Der Glaube an Rettung ging langsam Stück für Stück verloren, während sie immer weiter wegtrieben und Berge, die sie aus weiter Entfernung sahen, immer kleiner wurden. Hinschwimmen wäre Suizid. Festland war ca. 20 Kilometer weit entfernt und die Wellen waren viel zu unruhig. Ihr Boss hatte zwar Suchteams arrangiert, aber die Suche schien Tag für Tag erfolgloser zu sein. 5 Tage später wurden die Fischer ca. 450 Kilometer weggeweht. Sie hatten keine Leuchtpistole und ihr Boot war winzig. Rettung aus der Luft schien auch unmöglich. Sie hatten nichts und fingen an, für Hilfe zu warten. Sie sammelten Flaschen, die sie im Ozean gefunden haben, um Regenwasser aufzufangen. Während dieser Zeit gab es aber mehrere Trockenperioden, und sie waren gezwungen, Woche für Woche am Stück Schildkrötenblut und ihr eigenen Urin zu trinken. Vögel, die immer mal wieder auf dem Boot landeten, und Fische, die sie mit etwas Glück fangen konnten, war ihre Nahrung. Woche für Woche nichts zu machen, langsam von der Sonne zu verbrennen, zu hungern, durstig zu sein und nichts außer Wasser zu sehen, würde wahrscheinlich die meisten irgendwann verrückt machen. Cordoba hatte laut Alvarenga die komplette Hoffnung nach 4 Monaten verloren. Zudem wurde er durch das rohe Essen krank und hatte sich geweigert, etwas zu essen. Er verhungerte dann später. Alvarenga behielt die Leiche noch für 6 Tage auf dem Boot und redete mit ihr, warf sie aber dann von Bord wegen der eigenen Psyche. Jetzt war er nur noch auf sich alleine gestellt und nicht einmal die Hälfte der Zeit ist vergangen. Nur sein eigener Glaube an Gott, dass Gott ihn retten wird, hielt ihn davon ab, aufzugeben. Und tatsächlich, obwohl sehr wenige Schiffe über den Pazifik fahren, hatte Alvarenga eins angetroffen. Er hatte gewunken und Mitarbeiter des Schiffes grüßten auch zurück. Das erste Mal seit mindestens 5 Monaten Kontakt mit anderen Menschen. Die Rettung schien wieder so nah. Doch das Schiff hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht zu wenden oder gar zu bremsen. Obwohl sie diesen hilflosen, nach Hilfe schreienden Mann gesehen haben, fuhren sie einfach weiter, ohne ihn mitzunehmen.
Das wäre wahrscheinlich der Punkt, an dem wirklich so gut wie jeder vor Verzweiflung und Frustration sterben würde. Salvador blieb trotz allem immer noch stark und verlor nicht die Hoffnung. Monate verstrichen und der schicksalshafte Tag kam endlich. Salvador sah Kokosnüsse im Wasser treiben. Irgendwo, ganz in seiner Nähe, war fester Boden. Er folgte einen ganzen halben Tag der Spur von Kokosnüssen und umherfliegenden Möwen. Er manövrierte zu einer scheinlich unbewohnten Insel. Er schwamm die letzten Meter und ging seine ersten Schritte auf Land seit über einem Jahr. Er fand ein Haus und bat um Hilfe, die er auch schnell bekam. Bis zu diesem Tag sind 438 Tage vergangen. Er landete auf dem südlichen Teil der Marshall Islands, einer der kleinsten Orte der Welt. Von seinem Startpunkt aus trieb er 11 Kilometer durch den Pazifik. Hätte er diese Inseln verpasst, was hätte sehr gut passieren können, wäre sein nächstgelegener Anhaltspunkt die Philippinen gewesen, die nochmal 5000 Kilometer weiter entfernt waren. Das wären ganze 240 Tage mehr gewesen, die er bräuchte, wenn er überhaupt bis dahin leben würde. Die Ärzte, die ihn wenig später untersuchten und behandelten, sagten, dass wenn seine Geschichte stimmt, er ein medizinisches Wunder auf zwei Beinen sei. Zwar hatte er Parasiten im Körper und sein Körper war sehr erschöpft, aber er war gut ernährt und sah nicht wie eine Person aus, die eine kleine Ewigkeit um sein Überleben kämpft. Zweifel gab es natürlich sofort. Leute überleben im Normalfall bei solchen Bedingungen nicht einmal 60 Tage. Schlimmer noch für ihn, die Familie von Cordoba hatte ihn nach seiner Ankunft nach Hause verklagt. Sie glaubten nämlich fest daran, dass Alvarenga Cordoba nach seinem Tod nicht von Bord geworfen, sondern aufgegessen hat. Beweise gab es natürlich keine, aber Alvarenga machte trotzdem einen Lügendetektortest und bestand diesen. Heutzutage lebt Alvarenga in El Salvador, einem kleinen Land unter Mexiko. Er schrieb und veröffentlichte auch ein Buch über seine Geschichte, wie er 438 Tage lang im Pazifik überlebte. Sein Zuhause ist eine Stadt, die weit weg vom Ozean entfernt ist. Das war's mit dieser Geschichte. Ich persönlich fand sie sehr interessant. Echt krass, wie er es geschafft hat, so lange zu überleben und sogar dabei noch relativ gesund war. Mehrere Tests wurden ja auch gemacht und er sagt ja immer zu 100% die Wahrheit. Wie fandet ihr die Geschichte? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Thank you.